Willkommen, liebe Modellwarenfreunde aus nah und fern, hier auf der Nürnberger Spielwarenmesse im Jahre 2023. Und wie Sie bereits schon jetzt in der Totale gesehen haben, sind wir bei Viessmann, zu Gast bei Viessmann. Und Sie werden jetzt sagen, ups, da ist ja ein neues Gesicht. Richtig erkannt, neben mir steht Constanze Viessmann-Kato. Wie der Name schon verrät, eine Viessmann. Ja, hat aber nichts mit Kato zu tun. Und liebe Freunde, ich darf auch mal den Insider-Spitznamen nennen. Carmotion Constanze, das darf aber nur ich sagen. Carmotion Conny heißt sie ja eigentlich. Ne? Carmotion Conny, das darf nur ich sagen. Wir haben uns aber geeinigt. Wir sagen jetzt Conny und damit ist die Sache auch gut. Okay, ja. Hat sich mein Bruder ausgedacht. Der war da sehr nett. Ja, so sind sie halt, die Brüder, ne? So, der Spitzname hat es schon verraten. Sie ist Expertin in Carmotion. Und ich habe schon immer gesagt, Modellbahn gehört in zarte Frauenhände. Wie habe ich das jetzt gesagt? Wunderschön, Dankeschön. So, damit sind wir auch schon beim Einstiegsthema Carmotion. Im vergangenen Jahr hat ja Viessmann die Modellbahnwelt und natürlich Sie zu Hause, liebe Modellbahner, mit diesem, sage ich mal, revolutionären System überrascht. Ja, also wir haben uns da sehr, sehr viele Gedanken zu gemacht, waren sehr, sehr positiv überrascht von den Rückmeldungen auch. Also am Anfang wurde es ein bisschen, ja, ich würde sagen, ein bisschen unterschätzt. Schon wieder ein Car-System, ein Car-Motion. Viessmann macht jetzt auch Autos. Aber dann jetzt haben wir mittlerweile so eine Resonanz von den Kunden bekommen, dass sie wirklich verstanden haben, was machen wir bei Commotion, wie ist unser System aufgebaut, was können wir alles, und wir können eine ganze Menge. Und das wird sie uns auch gleich vorführen, denn es gibt ja auch mittlerweile Erweiterungen im Carmotion-System, deswegen sind wir ja eigentlich auch hier. Ja. Ne? Es gibt eine Erweiterung der Fahrzeugpalette und auch eine Erweiterung der Funktionen. Oder zumindest ist es eine Funktion, die Ampel, aber da kommen wir dann nochmal drauf zu sprechen. Ja. Was gibt es denn eigentlich jetzt im Bereich Carmotion Neues an Fahrzeugen? Das ist ja die wichtigste Frage. Ja, wir hatten bis jetzt den Actros. Wir haben von dem Actros auch neue Varianten rausgebracht, sehen wir auch gleich noch. Und dann haben wir noch den Magirus Eckhauber und den Rundhauber. Also noch ein paar Fahrzeuge aus der Epoche 3 rausgebracht. Genau, und das war ja auch immer der Wunsch vieler Modellbahner. Och, ihr macht immer Epoche 6, was soll das? Wir fahren doch eigentlich Epoche 4. Ihr habt also da den Nerv getroffen. Und wie wir den Nerv getroffen haben, werden wir jetzt mal im Einzelnen vorstellen. Im Startset war ja ein blauer Actros. Drei Seitenkipper drin. Da gibt es jetzt eine Erweiterung. Da gibt es den jetzt auch in Rot. Und da gibt es den auch noch mit verschiedenen Aufbauten. Wir sehen ihn auch gerade angerollt kommen. Ja, mit Anhänger. Ja. Richtig schön als Erweiterung. Also Anhänger ist abnehmbar. Wir haben da eine Verbindung hinten drin, wo man auch dann andere Anhänger auch anhängen kann. Also ich muss jetzt nicht den Tandem-Anhänger nehmen, ich kann also auch was anderes dranhängen. Ja, ich kann auch was anderes nehmen, muss halt gucken, weil wir haben natürlich die Infrarot-Abstandshaltung, haben wir natürlich hinten in der Stoßstange drin. Das heißt, ich brauche schon auch wirklich entweder das Nachrüstset, wo ich meinen eigenen Anhänger noch mit verbinden kann, oder ich nehme halt schon den fertigen Anhänger, schließe den an und kann dann mit oder ohne Anhänger fahren und die Fahrzeuge fahren mir nicht auf. Also rein theoretisch, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, man sieht ja manchmal drei Seitenkipper beladen, kommen und haben einen Tieflader hinten dran und eine Raupe draufstehen. Das würde rein theoretisch gehen? Ja, das geht mittlerweile. Wir haben jetzt auch für gerade lange Fahrzeuge auch noch ein Extra-Modul rausgebracht, wo man hinten wirklich einen Auflager hat, der mitlenkt. Und es ist bei ein paar Fahrzeugen, haben wir das schon mitgegeben, die eben ein bisschen länger sind. Sehen wir gleich auch noch. Und dann halt aber auch noch mal extra zum selber kaufen und dann kann man sich da draufladen, was man gerne möchte. Und er lenkt schön mit. Also Sie haben es gehört aus berufenem Munde. Nun gibt es natürlich noch mehr Fahrzeuge. Der Actros als Kipper war ja schon bekannt in Blau, hatte ich gesagt. Die Erweiterung ist jetzt da mit einem Tandem-Anhänger. Ja, dann gibt es einen Actros Dreiachs-Betonmischer. Ja, also die Beton funktioniert nicht, aber... Dreht nicht. Dreht noch nicht. Aber ja, wir wollten verschiedene Modelle rausbringen, vielleicht auch für ein Betonwerk einfach oder vielleicht auch an eine Baustelle, wo man da hinfahren kann. Und haben wir jetzt auch in verschiedenen Varianten auch rausgebracht.
Und erwähnen muss man natürlich zu diesen ganzen Fahrzeugen, die wir jetzt auch besprechen werden, alle Funktionen gehen bei jedem Fahrzeug gleich. Also ich sage gerne, wir möchten es ja gerne wie im reellen Welt auch haben. Das heißt, alle Fahrzeuge haben die gleichen Lichter, die auch ein großes Auto hat. Wenn ich bremse, gehen die Bremslichter an. Blinklicht, wenn es oben welche hat, funktioniert auch Rundumlicht. Es funktioniert Fernlicht, Rückwärtsfahrlicht. Ist alles wie in echt. Funktioniert auch, wenn sie bremsen, geht auch das Bremslicht an. Also wir haben uns da wirklich bei allen Fahrzeugen, die man jetzt kaufen kann, wirklich Mühe gegeben. Nun ist es ja kein Geheimnis, liebe Freunde. Viessmann hat ja ein unerschöpfliches Reservoir, dank der Marke Kibri. Das lässt also auch hoffen, dass noch mehr Fahrzeuge kommen. Aber jetzt gibt es ein ganz besonderes Fahrzeug, was wir Ihnen jetzt vorstellen möchten. Auch neu, das ist dieses Fahrzeug, eine Zugmaschine mit Betonteilen und Rundumleuchten. Funktioniert das auch um die Kurven? Ja, das funktioniert eben auch um die Kurven, eben wegen den hinten gelenkten Auflieger. Das heißt, der hintere Teil des Fahrzeugs ist natürlich mit Kabel unten drunter auch verbunden, hat auch den Stecker. Das heißt, ich kann den Stecker abnehmen, kann den Betonteile oben abnehmen und habe dann nur die Zugmaschine. Oder eben, ich möchte es ein bisschen lang und größer und dann die Betonteile mit dem Stecker dran und dann habe ich auch die gleiche Abstandsfunktion hinten. Ich habe hinten die Stoßstange, die beleuchtet ist, auch mit der Abstandskontrolle zu anderen Fahrzeugen und eben die gelenkte Hinterachse mit 3 Kugellagern drin, die lenkt mit. Nun kann man ja die Zugmaschine auch solo verwenden, habe ich gerade gehört. Ja. Da kann ja aber was anderes dranhängen. Ja, ich kann da sehr, sehr kreativ werden, kann auch mit dem Nachrüstset dann auch wirklich nochmal meine eigenen Auflieger auch noch gestalten, verkabeln und dann habe ich auch wieder das Abstandssystem. Wenn ich jetzt nur ein Fahrzeug mache und möchte gerne mit der Fernbedienung mit einem Fahrzeug nur spielen, dann kann ich eben auch anhängen, was ich möchte. Jetzt muss ich mal ein bisschen ketzerisch fragen, habt auch genug Fahrzeuge auf Lager bei Kibri, das also, die Leute werden da sicherlich stürmen. Also. Leute haben vielleicht auch noch was zu Hause oder möchten gerne was nachrüsten. Ja. Es funktioniert halt wesentlich besser auch mit dem Nachrüstset, wo man dann halt eben auch Gummireifen hat und halt auch vielleicht, muss man halt mit den Anhängern gucken, Stahlachsen und dann sollte das gut funktionieren. Das nächste Fahrzeug, was wir Ihnen vorstellen, liebe Freunde, ich sage mal den Werbespruch, ich werde nicht von der Firma bezahlt, aber ich sage ganz einfach, Aral, alles super. Sie kennen ja auch den Mann mit dem 5-Liter-Kanister mit dem wunderbaren Song. Aber diesmal braucht man nicht den 5-Liter-Kanister, diesmal haben wir eine Sattelzugmaschine mit Tankauflieger. Richtig. Also wir haben passend zu dem Modell Aral-Tankstelle, haben wir jetzt den Actros für die modernere rausgebracht und auch den Rundhauber für die ältere Tankstelle, die wir beleuchten können. Dann sind wir gerade bei den älteren Fahrzeugen, das war das Stichwort. Das waren die Fahrzeuge aus der modernen Serie. Jetzt kommen wir natürlich zu der Epoche 3 und 4. Sage ich mal. Und da gibt es einen wunderschönen Betonmischer, einen Magirus Deutz. Ja, das ist unser Magirus Eckhauber und der ist wunderschön einfach nur. Der ist der Eckhauber und den kann man dann auch eben, wenn man ältere Modelle fährt. Also wir haben den Beton auf dem Mischer als Actros, als Magirus, Eckhauber und kann man dann wunderbar auch zu unserem Betonmisch von Kibri, unserem Set nehmen. Jetzt kommen wir zu Fahrzeugen, die knallrot sind und auch blaue Rundumleuchten haben, eine Feuerwehr als Rundhauber. Ja, wir wollten natürlich auch eben wegen Fahrzeugen oder Gebäuden, auch wo man Garage hat und wo man auch wirklich ein bisschen mal vielleicht probieren möchte mit dem Rückwärtsfahren, haben wir eben auch jetzt einen Kranauflieger im Magirus Rundhauber und der ist wunderschön, leuchtet oben, Funktion, fährt. Ja, alle guten Funktionen sind drin, Abstandshalter und kann rückwärts fahren mit Fernbedienung. Und kann rückwärts fahren, das bin ich ja mal gefragt worden, können denn die Dinger auch rückwärts fahren? Da habe ich gesagt, gucken Sie sich einfach unseren Film an, dann sehen Sie es. Ja. Genau. Ich habe da mal an der Stelle gleich noch eine Frage zu diesen Fahrzeugen und den Funktionen. Ich hatte mal einen Zuschauer angerufen und gefragt, ja, ich habe da ein Problem, wenn ich die mit der Hand steuere. Und ich fahre nach links um die Ecke und fahre wieder geradeaus, dann hört das Ding nicht auf zu blinken. Was macht der falsch? Es kann sein, dass der vielleicht irgendwie sich ein kleiner Fehler eingeschlichen hat. Vielleicht
ist er irgendwo, ist die Software, hat irgendwie was bekommen. Aber Sie können jederzeit natürlich an den Computer anschließen und das neueste Update draufladen. Das ist immer das, was ich empfehle. Wenn es irgendwo irgendwelche Probleme gibt, erstmal gucken, neues Software-Update machen. Vielleicht ist das Problem, was ich gerade habe, dadurch schon behoben. Wir arbeiten natürlich auch weiterhin die ganze Zeit an der Software, stellen die auch kostenlos zur Verfügung. Das heißt, wenn ich irgendwelche Probleme habe, gerne erstmal runterladen. Wenn es dann immer noch nicht passen sollte, dann haben wir einen ausgezeichneten Kundenservice, der gerne sich um die Fahrzeuge kümmert. Das stimmt allerdings und deswegen nochmal der Hinweis auch an Sie. Auf der Website von Viessmann gibt es dieses Programm kostenlos, den Car Manager, so heißt er ja wohl, zum Downloaden. Und Sie haben es gerade gehört von Conny, dass diese Sache auch immer wieder aktualisiert wird. Wenn mal was nicht richtig funktioniert, also einfach anstöpseln das Teil und gucken, was da falsch ist. Sie können auch übrigens nicht nur das Ding anstöpseln und updaten, Sie können das Ding auch programmieren. Ja. Das ist eine der Sachen, die ich unheimlich toll finde an dem System. Wir haben ja ganz viele Befehle über unsere Dauermagneten. Das heißt, ich habe Nordpol, Südpol, Nordpol, drei Stück in Kombination oder auch nur ein Nordpol als Stoppmodul. Wir haben, wenn Sie das Startset kaufen oder die Autos, dann haben Sie da die Infobroschüre mit dabei, welche Magnete, welche Befehle geben. Das ist vorinstalliert, aber über das Programm und über die Software kann ich jedes Auto auch individuell Befehle geben. Das heißt, ich habe dieselbe Magnetkombination, Nordpol, Südpol, Nordpol, sage aber dem einen Fahrzeug, bitte blink links, dem anderen bitte blink rechts. Oder du beschleunigst, du verlangsamst. Und das mit den gleichen Magneten, die in der Straße sind, wo die Straße drüber liegt, man sieht nichts und trotzdem funktioniert es einfach und man hat unterschiedliche Fahrzeuge, die unterschiedliche Dinge machen. Sie sehen es, die Expertin steht neben mir. Sie betet das runter, gnadenlos, super. Ja, kommen wir noch zu den Fahrzeugen zurück. Wir haben ja noch ein ganz tolles Fahrzeug zu bieten, auch einen Mercedes Rundhauber als Langholzfahrzeug. Ja, das ist eben Epoche 3, auch mit der gelenkten Hinterachse, dass ich auch um die Kurven rumkomme in der Stadt. Natürlich auch wieder mit den Kabeln, dass ich hinten auch wieder drin habe, die Abstandshaltung, Blinklicht, Fernlicht, Rückwärtsfahrlicht, kann der auch alles. Da wird es nur dann mit den Rückwärtsfahren wirklich schwierig. Also ich finde das unglaublich, muss ich sagen. Sie lächeln mich an. Toll. Toll, wie er das macht, muss ich sagen, und dass die Fahrzeuge, aber da kommen ja sicherlich noch andere Features sicherlich dazu, denke ich mal. Da gibt es bestimmt noch einiges in der Richtung zu erwarten. Wir sind schon sehr begeistert, selbst auch von dem System. Ich hoffe, man sieht es und wir werden auch noch wesentlich mehr rausbringen, das größer machen und auch noch für den Kunden so angenehm wie möglich. Jetzt haben wir uns natürlich nur einen kleinen Teil der Palette rausgesucht, die auch hier auf der Anlage fahren, um sie Ihnen vorzustellen. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr bei Viessmann.de bzw. auf unseren Seiten von Xtreme24 finden Sie auch die komplette Fahrzeugpalette. Also denken Sie nicht, dass das alles war, was da kam. Es ist noch viel, viel mehr zu sehen. Jetzt möchte ich Ihnen noch ein kleines Modul vorstellen, was ja auch neu ist. Ich hatte es vorher ja schon mal so gesagt und Wieland hat mal gesagt, na ja, da arbeite ich noch dran, jetzt ist es nämlich da. Ja. Das ist das Infrarot-Stoppmodul, weil wir können ja mit dem Permanentmagneten, mit dem Nordpol, ja wirklich die Fahrzeuge anhalten. Drücke ich aber Play oder ich habe einfach 10 Sekunden und dann fährt das Fahrzeug wieder los. Kann ich ja einstellen. Aber was ist denn, wenn wir jetzt unsere Straßenlampen, die wir natürlich haben, und wir wollen ja so realistisch fahren wie möglich, da brauchen wir natürlich auch Ampeln. Und eine Ampel ist nicht nur rot und nicht nur grün. Also muss ich anhalten, weiterfahren, ebenso wie bei einer Schranke. Und dafür haben wir jetzt das Infrarot-Stoppmodul, was gesteuert wird von eben einer Schranke oder einer Ampel. Ist auf Rot, Fahrzeug kriegt das Signal, bleibt stehen, wird grün und in dem Moment gibt das Fahrzeug, kriegt das wieder das Signal, bitte fahr los. Und Sie dürfen nicht denken, dass das Fahrzeug einfach so abrupt anhält. Nein, er rollt langsam aus. Ja. Wir haben das schön gemacht, dass die wirklich mit Bremslichtern schön angerollt kommen. Wenn die ein bisschen schneller fahren, dann müssen sie natürlich ein bisschen stärker bremsen. Aber das ist alles realistisch nachempfunden. Jetzt habe ich mal eine ganz ketzerische Idee. Meistens sind ja, oder es gibt ja an manchen Ampeln, die mit Blitzern integriert sind. Wenn jetzt einer bei Rot drüber fährt, könnte man ja noch mal so einen Blitzer machen. Nein, ich sage es lieber nicht, Wieland bastelt. Große Wahrscheinlichkeit. So, wir haben Ihnen jetzt vorgestellt, wie die Fahrzeuge wunderschön aussehen und wunderschön auf der Anlage fahren. Nur bevor Sie auf der Anlage fahren können, muss ich ein bisschen was tun.
Und das wollen wir Ihnen jetzt vorstellen, liebe Freunde. Also wir wollen wirklich dem Kunden das so einfach und so angenehm wie möglich machen. Wenn ich vielleicht schon eine Anlage habe, ich möchte es ja irgendwie, wie kriege ich denn überhaupt mein Magnetband, mit dem wir fahren, auf die Anlage? Wo habe ich denn überhaupt auch, oder egal was ich verlegen möchte, wo habe ich denn überhaupt das Raumprofil, wo kann ich herfahren, wie weit muss ich denn? Wir kommen mit unseren 8 cm breiten Straßen wunderbar klar, wenn wir geradeaus fahren. Die Fahrzeuge fahren wunderbar schön aneinander vorbei. Wird aber dann halt schwieriger, eben bei den langen Fahrzeugen, die wir jetzt vorgestellt haben, wie kommen wir denn um die Kurven? Und dafür haben wir einerseits unsere Randstreifen, aber auch halt eben unsere Schablone jetzt rausgebracht. Ein Bus, der natürlich mit dem großen Achsabstand am schwierigsten ist. Hier können wir wirklich schauen, wie viel Platz habe ich denn bis zum Mittelstreifen, wie viel Platz habe ich denn noch hinten beim Heck, wie dolle schert das aus, gerade in den Städten, komme ich da überhaupt her? Und da wird vorne ein Bleistift reingemacht, hat vorne kein Magnet. Ich kann da wirklich mit dem Bleistift rein und anzeichen, wo muss ich denn herfräsen, wo muss ich denn das Magnetband verlegen. Und das ist unheimlich toll, weil es ist nicht theoretisch ausgedacht, es ist nicht... Ich muss nicht überlegen, ah, bei dem Radius muss ich so und so fahren. Nein, ich kann probieren, ich kann es auf die Anlage stellen, ich kann es ziehen. Und in dem Moment habe ich wirklich das Raumprofil, was ich brauche. Und das finde ich eine unheimlich tolle Sache. Das ist auch eine unheimliche Hilfe. Und da spreche ich aus Erfahrung, liebe Freunde. Bei einem Bus, ich muss es Ihnen jetzt mal bildlich sagen, ein Busfahrer sitzt ca. 1,20 Meter bis 1,50 Meter vor den gelenkten Rädern. Das heißt, dieser Busfahrer muss in echt ganz anders die Räder einschlagen als ein LKW. Der LKW-Fahrer sitzt meistens kurz vor den gelenkten oder auf den gelenkten Rädern. Und LKW-Fahrer, die Rundhauber fahren, sitzen hinter den gelenkten Rädern. Und alle Fahrzeuge kann ich mit dieser Schablone erstmal durchprobieren und finde den goldenen Mittelweg und dann passen die alle um die Kurve. Genau, wir haben auch noch einen LKW gemacht, da kann man dann auch noch einen Anhänger anhängen und dann kann man auch nochmal. Also die Busse sind so das vom Raumprofil her das, was am meisten Platz braucht und deswegen haben wir da jetzt erstmal die Schablone gemacht, wo man sich wirklich anzeichnen kann. Vielleicht auch, wenn ich schon eine Anlage habe, nicht nur eine plane, sondern auch eine Anlage habe, komme ich überhaupt klar mit dem Platz? Lohnt es sich für mich überhaupt, so ein großes Fahrzeug zu kaufen? Vielleicht kann ich damit noch gar nicht fahren oder muss halt noch eine andere Anlage planen. Das ist also für den Anlagenbau oder auch zum Nachrüsten wunderbar. Und nicht nur zum Nachrüsten wunderbar, sondern auch beim Neubau. Und dann muss ich eigentlich noch mal hin. Die Kurve muss ich jetzt irgendwie kriegen. Denn nachdem Sie die vielen Striche in der Kurve oder auf der Fahrbahn gemacht haben, müssen ja Vertiefungen gemacht werden, damit also diese Magnetbänder auch reinpassen. Genau. Ja, wie kriegt man jetzt das Magnetband in die Straße? Natürlich kann man es draufkleben, aber dann muss man das ja auch irgendwie mit Straße wieder verdecken, verbauen und dann hat man ja Bodenwellen, mag man ja nicht. Also haben wir uns jetzt eine Fräse ausgedacht, das ist die Proxon. Das ist eine Fräse an sich, die man sich kaufen kann für den Haushalt. Und ich denke mal, jeder Modelleisenbahner ist mit so einem Gerät gut ausgestattet. Und wir bieten dazu den Aufsatz an. Das heißt den Fräsaufsatz, die Scheibe, die wirklich exakt die Tiefe und die Breite für das Magnetband aus dem Tisch rausfasst. Man zeichnet also mit dem Bus, mit dem Bleistift vor, wo muss ich entlang, einen Zentimeter links daneben, eine zweite Linie, wo ich dann auch mit meinem Zielfernrohr gucken kann, wo muss ich denn her und dann kann ich die Straße ziehen. Das Ganze hat noch einen Anschluss für den Staubsauger, weil Holzstaub mag ich ja auch nicht so gerne auf der Anlage, vor allen Dingen, wenn ich nicht gerade neu am Plan bin, sondern eben, weil ich schon eben was habe und möchte nachrüsten. Dann schließe ich dann den Staubsauger an und in dem Moment verschwindet der ganze Schmutz auf der Anlage. Und es ist ja nicht nur so, dass ihr die Fräse, diese Nutenfräse jetzt anbietet, sondern man kann ja in dieses ganze Zubehörprogramm bei euch eintauchen. Wenn ich die Löcher drin habe oder die Nuten gefräst habe, die Löcher gebohrt habe für die Magneten, muss das Ganze ja wieder zugedeckt werden. Ja, also wir haben unheimlich tolle Steinkunststraßen von Vollmar und die sind einfach von dem Grip her, von der Konsistenz her, unheimlich toll. Wirklich fühlt sich an wie eine richtige Asphaltstraße auch, sieht auch so aus und haben natürlich in Verbindung mit den Gummireifen von den LKWs einen super Grip. Da können wir auch noch mal gucken, wie weit wir bergauf fahren können, bergab, was da noch kommen wird. Aber es wird auf jeden Fall, ist halt eine super Ergänzung, lege ich drauf und ich habe halt wirklich immer noch durch den Magnetband und durch den Magneten vorne an der Achse, habe ich immer noch so viel Abstand, auch wenn ich das Vollmer Steinkunststraße dazwischen lege, dass ich so hoch bin, ich kriege keine Schleifspuren.
Nun hat mir die Conny gerade was unterschlagen, denn sie hat mir gesagt, dass es ja auch Kurvenverbreiterungen mittlerweile gibt. Ja, gibt es auch, weil natürlich mit den 8 cm geradeaus kein Problem. In den Kurven, gerade eben, wenn ich dann mal auch so einen Aral-Tanklastzug habe, dann muss ich natürlich auch mit dem Hintern rumkommen. Und dafür muss ich gucken, wie weit kann ich nach vorne, dass ich nicht über Mittelstreifen drüber komme, dass ich auch nicht in den Gegenverkehr reinkomme. Und da haben wir jetzt auch für passend zu den Vollmer Straßen die passenden Randstreifen rausgebracht, wo man eben die Straße in den Kurven, wo es sein muss, wo man dann auch mit dem Bus kontrollieren kann, wo muss es denn breiter sein, da eben mit den Randstreifen noch arbeiten kann, sich die zurechtschneiden kann und dann kann man die Straßen genauso verbreitern, wie es eben nur sein muss und in der Stadt, wo es gerade ist, da bleiben, wo man auch da schmal bleiben, wie es auch realistisch ist. Nun habe ich ja immer wieder auch im Gespräch mit den Kunden gehört, dass alle begeistert sind von dem Car-Motion-System, dass sie es ganz super finden. Da kam immer die Frage, ja, gibt es dann mal irgendwann Weichen? Ausweichen? Wir sind alles im Moment am Plan. Wir möchten gerne Weichen rausbringen. Wir möchten auch gerne wirklich, wir arbeiten jetzt auch eben mit der Ampel. Wo muss ich die denn positionieren? Schablonen dafür auch, eigene Weichen. Und ich finde es auch unheimlich toll, wenn ich eben auch mal mit Kindern spiele. Ich kriege Kinder hier überhaupt nicht von der Anlage weg, weil wenn die das einmal raus haben, dass hier die LKWs fahren, das ist wunderbar für die. Dann kann ich eben auch mit denen üben und dann eben auch die Weichen drücken, vielleicht mit einem Knopf oder auch eben digital. Sie hat mir schon wieder gerade ein Stichwort geliefert. Die Conny hat ja im Vorgespräch, war die schon unheimlich begeistert. Weil, liebe Freunde, mit diesem Car-Motion-System von Fiesmann kann man seine eigene Spielewelt ohne Modellbahn aufbauen. Was ich unheimlich toll finde, ist es eben vielleicht auch schon meine Generation, aber auch die Generation, die jetzt nach mir kommt. Das sind nicht mehr unbedingt die, die jetzt so viel mit dem Zug in den Urlaub gefahren sind oder überhaupt mit dem Zug reisen, wenn sie jetzt nicht eben mit der Straßenbahn in der Stadt rumfahren. Das sind die, die aber in jeder Autobahn fahren. Jeder Junge mag gerne die LKWs, spielt gerne damit. Und ich hatte hier schon ganz viele Jungs an der Anlage, die waren total begeistert. Die Eltern haben die kaum wegbekommen. Und da kann man eben mal auch wirklich für die jüngere Generation einfach mit kleineren Radien eine kleinere Anlage bauen, wo ich wirklich, ja, wo ich den Kindern was zum Spielen geben kann. Ich habe eine Fernbedienung. Ob ich jetzt einen Fernseher an- und aus mache, dann mache ich doch lieber mal den LKW an- und aus, beschleunige langsam, mache die Blinker an und alles. Also kann man mal eine Anlage vielleicht auch bauen, ein bisschen kleiner. Und mit, später kommt es noch, die Kubushäuser, auch vielleicht was Moderneres. Wo vielleicht Opa oder Papa, bau doch mal mit mir das und das. Weil das eben dann mal wirklich auch im Kinderzimmer stehen kann. Und es ist dann, sieht auch wie heute aus. Also die Kinder leben ja heute meistens auch in Fertighäusern. Das ist nicht mehr jeder, der in einem Fachwerkhaus wohnt. Und für die wollten wir auch gerne was machen, wo die auch mitspielen wollen. Und die wollen ja dann auch mit den LKWs spielen. Und vielleicht mit dem, was da noch kommt. Liebe Freunde, wir machen mal die Totale, damit Sie doch mal hinter mir sehen. Diese Anlage, diese Größe reicht völlig aus. Wir gehen mal ein Stückchen beiseite. Guckt euch das mal an. Diese Anlage reicht eigentlich aus, um eine kleine Spielewelt aufzubauen. Und das Stichwort Straßenbahn ist ja schon gekommen. Also wer nicht auf Schienenfahrzeuge verzichten will, liebe Freunde, eine Straßenbahn hat überall noch Platz. Straßenbahn hat überall noch Platz. Und das kann man auch wunderbar kombinieren, aber ich kann halt eben auch nur mit den Autos vielleicht anfangen, weil ich hatte schon ganz viele Eisenbahner, die hier standen und ich habe auch gefragt, ich so, hier fehlt die Eisenbahn nicht. Und dann haben auch ganz viele schon gesagt, nee, weil eben die Autos sind so schön, fahren, halten Abstand. Ich habe genug zum Drücken, zum Spielen, zum Gucken, kann ich auch so nehmen und natürlich dann aber in Verbindung, wenn der Papa oder der Opa noch die Straßenbahn noch haben möchte oder ich eben in der Stadt wohne und das als Kind sehe, dann das kombinieren, ab. Super viele Möglichkeiten und es macht Spaß, macht wirklich Spaß. Ich bin hin und weg, liebe Freunde. Sie hat eine Begeisterung, die ansteckend ist, aber ich kann Ihnen wirklich sagen, es ist tatsächlich so. Es macht Spaß, wenn man das hier sieht. Das einzige Problem ist immer noch, man muss die Fahrzeuge regelmäßig nachladen. Aber ansonsten eröffnen sich tatsächlich, und da hat Wieland eigentlich eine gute Idee gehabt, ganz andere und neue Spielwelten. Denken Sie ganz einfach mal drüber nach. Ja, also ist auf jeden Fall. Und das mit dem Nachladen, wer weiß. Okay, ich lasse das jetzt mal so stehen. Ja, dann kommen wir zu einem nächsten Produkt. Ich meine, der Wieland hatte ja immer jedes Jahr neue E-Motion-Figuren da. Bewegte Welten, bewegte Figuren.
Da hat es mir eine Figur sehr angetan. Das sieht man heute leider nicht mehr so oft, liebe Freunde. Aber Anhalter, das ist auch ein Thema gewesen. Das ist auch, war eine Idee von mir auch, weil ich das unheimlich toll finde. Ich mag auch, auch was daneben haben. Miniaturwunderland macht es ja auch ein Stück weit vor, wo man was drücken kann, wo sich was daneben bewegt. Guckt man auch gerne hin, wenn man die kleinen Details sieht. Und das ist unsere Anhalterin mit bewegten Armen. Da vielleicht dann der LKW daneben, einen Stoppmagneten, und dann hält der LKW mal 10 Sekunden an, guckt, ob er sie mitnimmt. Ja, genau. Fährt halt noch weiter im Moment. Also wie gesagt, das ist eine hübsche Idee und es passt auch zu dem Car-Motion-Thema unheimlich. Und es gibt noch eine andere Figur, die haben wir jetzt zwar nicht im Bild, aber die können wir Ihnen zumindest sagen. Finden Sie alles auf den Seiten, können Sie nachblättern, nachgucken. Jetzt hat Wiesmann sich überlegt, dass zu der Tankstelle auch noch ein Tankwart gehört, der die Zapfpistole ins Auto führt. Ja, der dreht sich 180 Grad und ist jetzt vielleicht zu der modernen Tankstelle nicht so passend, aber kann man sich ja gerne nochmal anmalen. Und dann hat man auch noch einen Tankwart oder eine Person, die tankt für die heutige Tankstelle. Aber wir haben ja auch noch die ältere Tankstelle im Programm, die man auch noch beleuchten kann, wunderbar ausstatten kann. Und da passt er gut hin. Ich habe jetzt das Stichwort Tankstelle fallen lassen, liebe Freunde. Und da ist mir einfach, wie soll ich mal sagen, die Gusche offen geblieben. Ich muss es mal so sagen. Der Kameramann hat gekniet vor den Produkten, um Ihnen das zu zeigen, was wir Ihnen eigentlich jetzt nicht vorenthalten möchten. Es gibt zum Beispiel bei den Tankstellen, beziehungsweise, ich weiß jetzt nicht, sind wir bei den Werbetafeln zuerst? Ich muss mal fragen. Ja, da sind sie. Das ist eine tolle Sache. Ja, also wir haben jetzt neu im Programm auch kleine Displays. Und die Displays sind wirklich von der Auflösung her super. Also da kann man vielleicht auch mal die Originalbilder dann gucken im Neuheitenprospekt. Aber auch die Auflösung ist toll und dann kann man wirklich halt bis zu 15 eigene Bilder per USB draufladen. Man hat kostenlos das Programm über unsere Homepage und hat dann 15 Bilder, die man sich selber zurechtschneiden kann, selber draufladen kann. Das heißt, Individualität ist ganz groß geschrieben. Und ich kann da wirklich vielleicht auch ein Bild von sich selbst mal aufmachen und dann eine Bushaltestelle mit Werbetafel und dann... Können wir das nochmal sehen? Ich fand das, das unglaublich. Vor allen Dingen, weil man ja eigene Sachen... Ja. Gucken wir da nochmal hin. Das sind jetzt unsere eigenen Sachen, aber da kann der Kunde gerne 15 eigene Bilder machen. Und wenn das vielleicht vom Enkelkind auch das Bild ist und man zeigt das... Das ist natürlich dann, wenn man sich selber auf der Modelleisenbahnanlage auch ein Bild von sich selbst sieht, ist natürlich bestimmt auch ein schöner Gag. Könnte man machen. So, nun muss ich doch dazu sagen, der Vollständigkeit halber, wir haben bis jetzt über H0 gesprochen. Also Car-Motion ist ja H0-Bereich. Bei den Displays, die wir eben gesehen haben, ist auch H0 oder gibt es die auch kleiner? Bei den Displays, die sind im Moment H0, aber ich kann natürlich, ich habe doch Displays von Größen, manche Häuserwände sind beleuchtet. Und dann kann man natürlich eben die Displays auch ein bisschen umfunktionieren. Kann vielleicht auch die hintern ein Fenster machen und dann da meine Bilder durchlaufen lassen. Und das geht auch in den anderen Spurgrößen auch wunderbar. Okay, also hübsches Zubehör, liebe Freunde. Ich finde es toll. Ich finde es nur schade, weil ich TT-Bahner bin. Aber ich gebe mal den Tipp weiter nach Wiesmann. Vielleicht gibt es da in der Richtung noch was. Aber jetzt wird es ja noch verrückter. Das müssen wir Ihnen auch unbedingt zeigen. Es gibt ja noch was mit Display. Allerdings die Tankstellen-Displays, von manchen gehasst, von manchen geliebt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Sag was. Also wir haben uns auch überlegt, also das sollte am nächsten Wunschkonzert sein und dann haben wir das mal gemacht. Und weil wir das natürlich auch gerne modern sind, haben wir jetzt eine App entwickelt und haben auch passend zu der Aral-Tankstelle, haben wir unsere eigenen doppelseitigen Displays, wo man per App die Preise ändern kann, wie es einem gefällt. Funktioniert alles per Bluetooth und die Tankstelle gibt das in Echtzeit wieder. Ich bin allerdings jetzt ein bisschen überrascht. Können wir das nochmal sehen? Ich glaube, die Preise steigen. Das sehe ich nicht so ganz. Also man kann es auch kleiner machen. Ja, natürlich. Erst wurde es am Anfang ja auch günstiger und danach wurde es leider ein bisschen teurer. Gut, es ist finster. Okay, es geht gegen Abend zu oder muss Geld verdienen an der Tankstelle. Also man kann diese Displays ebenfalls wunderbar bewegen und hier sehen wir es auch nochmal auf deinem Handy, wie du das sozusagen bewegen kannst. Ich finde das eine ganz großartige Idee. Nicht nur, dass ich die einstellen kann, ich kann auch super Diesel unabhängig voneinander beeinflussen. Also das auch nochmal, ich habe nicht nur oben die erste Zeile, sondern ich kann auswählen, was ich gern teurer und günstiger haben möchte.
Das war ein wunderschönes Gimmick, muss ich sagen. Das gefällt mir unglaublich. Das hat so die letzten Jahre immer so ein bisschen gefehlt. Da dachte ich immer, na ja, man sieht immer die festen Anzeigen. Ihr habt ja auch noch eine Zugzielanzeige bzw. Bahnhofsanzeigen. Rein theoretisch im Papierkorb gesprochen, wäre das ja auch möglich, oder? Das hatte mich sogar jetzt jemand gesehen, dem ich das gezeigt hatte auf der Anlage, hat auch gesagt, ich könnte doch auch jetzt hier das Display vielleicht nehmen und dann das umstellen. Oder auch zum Beispiel das auch die Reklametafel, wenn ich die schräg nehme, ob ich die jetzt schräg oder gerade einbaue, ist ja auch, muss nur die Elektronik verstecken, aber dann kann man da auch theoretisch ein Zugzielanzeigbilder drauf machen. Es gehört einfach dazu, mal laut zu denken. Ich meine, das sind ja auch manchmal Denkanstöße, die man gibt. Und das wird dann irgendwo gespeichert. Ja, im Licht geht es ja eigentlich weiter. Ja, da haben wir wunderbare, schöne, neue, moderne Lampen auch. Wir möchten auch gerne eben ein bisschen was machen, was wir auch mit dem K-System kombinieren können. Und da gehört halt natürlich dann auch, wenn man ein bisschen moderner sein will, eben ein paar Leuchten dabei. Und da fangen wir eigentlich mit Leuchten an, die, wie sage ich immer, Gebäude anstrahlen sollen, die sogenannten Strahler auf LED-Basis. Ja, das sind die Spotstrahler. Das sind die, die wir einbauen können. Wir haben es jetzt mal auf einem Stück Gras hier vorgeführt, wie schön man die versenken kann. Und das sind eben im Garten, im Rasen, hinten irgendwo. Kann man natürlich auch für verschiedene Sachen benutzen. Ja, klar. Können nachträglich eingebaut werden, ganz genau. Können nachträglich einfach eingebaut werden, sind 3 Stück in einem Set mit drin. Und Hauseinfahrt, vielleicht kommt einer auf die Idee, nutzt es als Fluglandeplatz. Zum Beispiel. Kann man alles mitmachen, sind klein, sind rund, kann man wunderbar verstecken. Und ich denke mal, da sind halt viel Kreativität reinlauf gelassen. Und dann, liebe Freunde, sind ja nicht nur die Spotstrahler was Neues, sondern die Firma Fiesmann hat sich überlegt, dass wir auch in Straßenbeleuchtung ein bisschen was machen müssen. Und dann hat man ganz einfach mal etwas ältere Laternen mit einem Solarpanel belegt. Also wir werden es, glaube ich, gleich sehen. Wir sind leider noch nicht dabei, dass das Solar wirklich funktioniert, aber das ist tamponbedruckt von oben. Und dann haben wir wirklich eine moderne, große Straßenleuchte, die halt eben LED weiß leuchtet und kann man auch wunderbar modern irgendwo hinstellen. Wir sehen es auch gerade noch mal nah und wir lassen das mal nah. Wir denken mal weiter. Ich meine, ich glaube, das ist bei Fiesmann an der richtigen Stelle. Conny hat es gerade gesagt, noch geht's nicht. Also das fällt mir immer so auf, aber irgendwann wird es vielleicht gehen. Da muss man gucken, wie weit die Solarhersteller das klein kriegen. So, zu den Leuchten gibt es ja auch noch ebenfalls eine Neuheit. Da gibt es ein Modul, was mehrere Sachen in sich vereint. Weil manchmal ist es ja wirklich so, dass manche LED-Lampen viel zu hell sind und ich mich immer als Modellbahner ärgere, die leuchtet die ganze Anlage aus. Das Thema ist jetzt gegessen, liebe Freunde. Ja, also wir verkaufen ja Beleuchtung, aber je nachdem, wie man jetzt gerade irgendwie, ob es tags oder nachts ist, möchte man natürlich auch mit der Anlage so spielen können und die so ausleuchten können, wie man das individuell möchte. Und da haben wir unseren LED-Dimmer und da funktioniert wie ein Power-Up-Modul auch. Man kann die LEDs ohne Widerstände und Dioden anschließen. Über 40 Stück. Wir haben auch unsere LED-Streifen im Programm, die wunderbar dazu passen. Und dann kann ich halt wirklich sagen, abends brauche ich es nicht so hell. Und tagsüber, wenn ich mal an die Anlage gehe, kann ich es ein bisschen heller machen. Oder aber man macht individuelle Beleuchtung, die grundsätzlich nicht so hell sein muss. Zum Beispiel, wenn man an Gebäuden, an Lokschuppen oder was weiß ich, irgendwelche Lampen bestückt, die brennen zu hell. Also kann man auch tagsüber oder überhaupt dunkler machen. Oder ältere Gebäude oder was, wo halt wirklich eben noch alle Glühbirne drin kaum noch leuchtet. Und dann kann man das auch gerne nachmachen. Also das ist super. Und vor allem, ich mag halt gerne dieses kleine Klavier, womit man die Schalter betätigt. Das ist auch nochmal was, wo man ein bisschen dran rumspielen kann. Das macht Spaß. Man kann aber auch, wie gesagt, die Gebäude intern ja auch, wie gesagt, individuell beleuchten. Dazu kann man auch diese Leuchtkästen einsetzen. Power-Modul oder welches? Nein, bei den LEDs gibt es doch auch diese Leuchtkästen, damit das also nicht ins Gebäude nach hinten abstrahlt, wo man sozusagen die Fenster beleuchten kann. Innenbeleuchtung, ja, eben, genau. Das ist auch die LEDs von den Hausinnenbeleuchtungen, wo ich einzeln die Fenster beleuchten kann oder auch die Etagenbeleuchtung. Die kann ich mit dem Dimmer auch beeinflussen. Also kann man mit diesen
Teilen, die es schon ewig und drei Tage auf dem Markt gibt, ebenfalls weiterverwenden. Und ganz wichtig, Sie haben es gehört, das Power-Modul ist bereits drin. Richtig. Also verwandelt den Strom und kann man auch verwendet das Flackern bei den LEDs, plus eben, ich kann auch nochmal die Stärke davon einstellen. So, jetzt haben wir die Gebäude beleuchtet, aber über die Gebäude eigentlich noch nicht gesprochen, denn es gibt ja eine neue Produktserie seit vergangenem Jahr, das nennt sich Polyplate. Da habe ich mal ganz dumm gefragt, ich habe keine dumme Antwort gekriegt, muss ich dazu sagen, was ist eigentlich Polyplate? Wir möchten es gern nochmal jetzt ein bisschen näher beleuchten. Das ist ein völlig neuer Werkstoff. Ja, also ich habe viele Vorteile, die man vielleicht vom Lasercut kennt, dass man halt wirklich fein schon fast gravieren kann. Aber ich habe eben kein pures Holz, das heißt, ich habe noch einen Kunststoffverbund mit drin, dass ich wirklich eben gegen Feuchtigkeit unempfindlicher bin. Es bricht nicht so schnell, was wir ja, glaube ich, schon mal probiert haben mit Fallen lassen. Ne? Auf jeden Fall ist es unheimlich gut zu verarbeiten. Es würde mir schon öfters bestätigt, ich habe es auch selber schon probiert. Ich kann es trotzdem mit Leim kleben, aber das Kleben dauert auch nicht lange. Also es ist nicht so, dass ich das ewig festhalten muss, bis es mal fest ist, sondern dranhalten, ein paar Sekunden warten und schon ist es fertig. Und das Schöne daran ist, Power-Modul und Polyplate ist alles dasselbe bei mir jetzt gerade gewesen. Diese Modelle sind gelasert. Das heißt also, sie haben eine hohe Passgenauigkeit und sehen auch wunderbar im Endeffekt aus. Ich muss also kaum was nacharbeiten. Man muss gar nichts nacharbeiten. Und das Schöne ist auch noch in den Häusern, wir haben auch noch einen doppelten Boden eingebaut. Das heißt, ich sehe von oben, wenn ich in die obere Etage reingucke, sehe ich den schönen Boden, kann aber meine Beleuchtung für den unteren Stock im Zwischenboden wie bei einem richtigen Haus auch verstecken und habe dann in der unteren Etage auch noch eine Beleuchtung drin. Das ist mal clever nachgedacht. Hier sehen wir einige Modelle aus dieser Polyplate-Serie. Ich denke mal, das wird der Anfang sein. Das sind unsere schönen Kubushäuser, weil die meisten mittlerweile, da hat uns so ein bisschen der Markt gefehlt oder das hat man noch nicht so gesehen. Und ich denke auch an die jüngere Generation, die wohnen ja gar nicht mehr in den ganzen Fachwerkhäusern. Vielleicht Mama und Papa noch, Oma, Ona vielleicht, aber es gibt ja ganz viele moderne Familien, die jetzt in den Kubushäusern, in den Fertighäusern wohnen. Und das wollen wir ja natürlich auch nachmachen und da wollen die Kinder auch mal vielleicht ihr Haus nachbauen. Und ich habe auch schon von ganz vielen Freunden gehört, die eben vielleicht nichts mit der Modelleisenbahn zu tun haben, aber die haben die Häuser gesehen und haben gesagt, da will ich auch noch gerne drinnen wohnen. So geht es mir auch. Ich finde die auch wunderschön. Und da kann man eben halt auch mal was Moderneres bauen. Vielleicht in einer kleinen Anlage zusammen mit den LKWs ist natürlich für die Kleinen auch was Schönes. Zum Beispiel oder man kann auch diese Häuser wunderbar in bestehende Siedlungen, wenn ich noch ein bisschen Platz habe, ergänzen. Dann geht man ja auch mit dem Zeitgeist mit. Es gibt alte Häuser und es gibt aber auch neu gebaute Häuser. Ne? Also ich kann halt wirklich auch eben, wenn ich zum Beispiel Enkelkind, Kinder, die halt mal sagen, ja, jetzt haben wir eine schöne Anlage gebaut, aber vielleicht noch ein kleines Neubausiedlungsgebiet oder kann ja ein bisschen abseits sein von dem, was man vorher hatte. Und dann kann man eben da mal auch schönere kleine Dioramen bauen, was man auch locker mal ins Kinderzimmer stellen kann, was auch schön aussieht. Und vielleicht, wenn die Freunde vorbeikommen, ich glaube, da wird keiner sagen, oh, was ist das denn für ein Haus, sondern das ist aber schön. Wir haben es auch gerade im Bild gesehen, vielleicht können wir es nochmal einblenden. Ihr habt ja auch bei der Dachgestaltung dran gedacht, dass wir in der heutigen, in der modernen Zeit sind. So manche sagen immer Balkonkraftwerk, aber so eigene Solarzellen auf dem Dach, einschließlich dem Spiegel für den Fernsehempfang, selbst der darf nicht fehlen. Also das finde ich schon mal ganz perfekt. Ja, also da haben wir wirklich, wir kombinieren halt natürlich auch die Ausgestaltungsmöglichkeiten und wir haben auch bei der Aral-Tankstelle, die wir haben, auch das Polyplate benutzt, aber in Verbindung auch mit Kunststoff natürlich, weil die Zapfsäulen und alles, was so rund war, das war dann schwieriger mit dem Laser. Das haben wir dann halt Kombinationsbausatz unseren ersten rausgebracht, weil das Polyplate ist wirklich ein unheimlich tolles Material zum Verarbeiten von der Passgenauigkeit her und natürlich auch mit den Oberflächen. Man kriegt halt wirklich in der Tankstelle, zum Beispiel das Hauptgebäude, die kompletten Innen sind überall Fliesen. Das ist das was Wunderbares. Man hat auch in den Kubushäusern in jedem Zimmer einen anderen Bodenbelag. Neben einer Küche sind natürlich Fliesen und im Wohnzimmer sind mal Dielen. Und das alles auf einer Platte. Also ich muss sagen, sie strahlt mich an, es ist unglaublich. Also liebe Freunde,
Die Begeisterung ist zu spüren. Und ich denke, aus dieser Ecke der Polyplate-Gebäude werden wir noch einiges sehen in den nächsten Jahren. Ich höre aber jetzt im Hintergrund, und die kleineren Spuren? Für die kleineren Spuren haben wir bei Polyplate uns jetzt auch was überlegt und haben auch die Häuser mit Polyplate, eben weil man da ein bisschen flexibler ist mit dem Laser, auch noch was für kleinere Spuren rausgebracht. Das heißt also, die N-Bahner können, wenn sie im Katalog gucken, auch auf ihrer Spur so ein schönes Polyplate-Haus sich erwerben. Richtig, da kann man auch die ersten Erfahrungen mal sammeln, zum Beispiel mit dem Material, und dann wird es auf jeden Fall auch noch mehrere Sachen geben, können Sie sich freuen. Gibt es denn eigentlich jetzt in den kleineren Spuren, über die wir jetzt nicht explizit gesprochen haben, weil das waren ja wirklich die Hauptneuheiten, gibt es für die kleineren Spuren noch, was Sie empfehlen dürfen? Wir haben ja noch unser normales Sortiment von Kibrio und Vollmer, was schon länger im Sortiment ist. Aber es werden halt natürlich auch Ergänzungssachen noch folgen. Eins habe ich natürlich verschwiegen, den Robel. Das ist ja eine limitierte Auflage mit bewegtem Kran. Ja, das haben wir. Da haben wir den Sersa auch noch. Und der ist natürlich, ja, Robel an sich kennt man schon, aber neue Bedruckung. Die gleichen wie gewohnt schönen Funktionen. Bewegte Kran, der hoch und runter und sich auch dreht. Wo man natürlich mit der Digitalzentrale auch noch sehr, sehr viel zum Spielen hat. So, uff, wir haben es geschafft. Ja. Dann Dankeschön. Das war so Dankeschön, das war ganz cool. Also, liebe Freunde, das war im, will ich sagen, Schnelldurchlauf, aber sicherlich in einer interessanten Darstellung, die Neuheiten, die wichtigsten Neuheiten bei Viessmann. Alle weiteren wichtigen Dinge, die wir jetzt nicht besprochen haben und auch nicht hätten sprechen können, das würde ja das Tagesprogramm etwas sprengen, finden Sie natürlich auf den Katalogseiten, auf den PDFs, die Sie sich bei Viessmann runterladen können oder bei uns bei Xtrend24, ganz wie Sie mögen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, liebe Conny. Es war ja mehr oder weniger auch dein Debüt in einer gewissen Richtung, denn so oft wirst du wahrscheinlich... Ich habe jetzt dieses Jahr erst angefangen mit den öffentlichen Ausreden. Das habe ich ja immer bis jetzt meinem lieben Bruder überlassen. Und jetzt, aber ich muss sagen, mich begeistern auch wirklich die Neuheiten jetzt. Also dieses Moderne auch, ein bisschen auch mal was anderes zu sehen, vielleicht auch mal die jüngere Generation damit mehr anzusprechen, da habe ich Spaß und dann möchte ich auf jeden Fall auch in die Richtung mit weitermachen. Und das möchte ich auch erwarten, dass sie weitermacht, denn ich erwarte auch, dass sie dann demnächst oder je nachdem, wie wir was mit Viessmann zu tun haben, mein Gesprächspartner bleibt. Ich finde das ganz große Klasse, es hat viel Spaß gemacht. Und möchte mich jetzt im gemeinsamen Namen von Ihnen, liebe Zuschauer, verabschieden. Das war die Neuheitenvorstellung von Viessmann 2023. Herzlichen Dank fürs Zusehen, wo immer Sie uns auch zugeschaut haben. Bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal, Ihr Frank Puttig.